Der Fahrer eines Gefahrguttransporters im Stendal ist bewusstlos. Jede Sekunde zählt. Schnell muss er aus seinem Führerhaus geborgen werden. Dutzende Einsatzkräfte sind vor Ort. Ein Lkw-Fahrer liegt regungslos da. Vorsichtig wird er aus der Gefahrenzone geholt. Da gut erkennbar ist, dass das hier eine Puppe ist, ist nun auch klar, es handelt sich um eine Übung. In Schutzanzügen müssen 60 Feuerwehrleute aus dem Großraum Stendal ihr Können beweisen. Die Aufgaben sind vielfältig. Praktisches Zusammenspiel, Schadensbekämpfung, praktisch die Leckagen abdichten. Oder erstmal überhaupt Erkennung, was es für Medien sind, die dort auslaufen, ob die ätzend sind oder die Gefahr halt. Und natürlich dann die Ausgabe der Gerätschaften, was benötigt wird dort an der Einsatzstelle, dass wir dort die Leckagen oder überhaupt die Person zu retten. Ein Transporter mit einer chemischen Flüssigkeit ist undicht. Der Hahn tropft sozusagen. Im Schweiße ihres Angesichts dichten die Feuerwehrleute so schnell wie möglich die defekte Stelle ab. Mit einem Holzkeil. Alles natürlich unter Vollschutz. Wenn irgendwelche ätzenden Flüssigkeiten sind, haben die ja praktisch einen Vollschutzanzug, so ein CSA heißt das, Chemikalien-Schutzanzug, wo die dann praktisch innen drinne selber mit Luft versorgt werden und dergleichen, dass halt wirklich die Haut nicht mit in Berührung des Gefahrenstoffs in Berührung kommt. Das Leck ist dicht, der Einsatz beendet. Nach der Dekontaminierung muss auch Feuerwehrmann Steffen Last nun nur noch raus aus dem schweren Schutzanzug. Man weiß halt, wenn man raus will, schnell ist es schwer rauszukommen, alleine schon gar nichts zu machen. Also man ist halt abhängig von irgendeinem anderen. Warm ist es auf jeden Fall und man schwitzt sehr viel. Die Stendaler Feuerwehren sind gut vorbereitet auf einen echten Gefahrgutunfall. Und der Puppe aus dem LKW soll es übrigens wieder besser gehen.